Dieser Videopodcast wird Ihnen präsentiert von M-Store, Ihrem Apple Premium Reseller, 16 Mal in Deutschland. In Kooperation mit MXL, where great recordings begin. Ja, hallo Leute. Heute möchte ich auch mal das Programm Squish vorstellen. Ja, Squish ist ein URL-Shorter und er befindet sich hier oben in der Menübar. Ja, wenn wir jetzt eine URL shorten möchten, gehen wir einfach in unseren Webbrowser und klicken dann hier oben auf Shorten Address. Dann wird die aktuell geöffnete Adresse geschortet. Kann ich dann einfach hier auf Shorten klicken und dann dauert es einen kurzen Moment und ich habe sie hier. Ja, dann wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht bei dem Dienst bit.ly geschortet haben möchte, kann ich hier einfach unter Optionen Neuen auswählen. Ja, da gibt es also eine kleine Auswahl. Hier unten könnte ich dann noch Name und so weiter hinzufügen. Gut. Dann gibt es hier oben noch ein paar weitere Funktionen, wie zum Beispiel Shorten Address und Clipboard. Da wird dann einfach die in der Zwischenablage kopierte URL geshortet. Dann gibt es hier noch History. History ist einfach ein kleines Fenster, wo man die zuletzt geshorteten Seiten sich aufrufen kann. Ich kann die URL nochmals kopieren oder die Webseite dann anschauen. Dann habe ich hier noch ein paar Einstellungen. Das sind einfach so Grundeinstellungen, welcher mein Standard-Service ist für das Ganze. Ich kann hier noch so ein paar Shortcuts einstellen. Ja, das Programm ist an sich kostenlos. Es gibt noch eine kleine Pro-Version, wo man dann für das Shorten der URL zum Beispiel Shortcuts hat. Ja, der Download-Link dafür ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.